Und damit euch ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge, Part Nummer 5. Letzten Part, der ging ganz schnell vorbei. Haben wir die Arena gemacht, haben unseren Rivalen rausgefordert, haben uns fast einen Raikou gefangen, aber auch nur fast. Und jetzt. Oh nein. Muss ich die ganzen Purenza holen, die sich hier verstecken. Ja, und wir haben ein ganz kleines Problem, weil unser Team ist auf Level 17 und 18 und die nächste Arena, beziehungsweise das nächste Cap der Arena, ist Level 19. Also stimmt ja, du bist ja immer noch da, ist Level 19 und das ist ein ganz großes Problem, weil wir dürfen nur auf Level 19 sein oder da drüber. Lass kurz gucken, wie waren das jetzt hier nochmal? Haust du auch ab. Da haust du auch ab. Aber warte, ich habe eine Idee. Ja, jetzt gehe ich hier rüber, genau. Und danach schaue ich, was mit den anderen schnappen ist. Gut, hab's. Und so kriegen wir die TM für Zerschneider. Ich habe keine Ahnung, welches Pokémon wir Zerschneider beibringen sollen. Bananen ist Able. Was hast denn du noch für einen Movepool? Ist jetzt gerade nicht das Beste. Wir bringen es einfach Banane bei. Hoffentlich eine gute Entscheidung. Na gut, das kann nur besser sein. Tropius. Nutzen Zerschneider und jetzt rennen wir einfach mal ganz kurz nochmal durch den Wald hier durch. Wir müssen wirklich alles skippen, was geht. Auf der nächsten Route, die da oben kommt, haben wir noch einen Counter frei. Da gucke ich aber lieber nochmal, ob die Pokebälle passen. Ja, Pokebälle passen, gut. Es sei denn, es ist wieder ein legendäres Pokémon. Dann sind wir am Arsch. Ich noch ein Item. Das nehme ich dann noch alles mit. Aber wir müssen versuchen, keine Trainer zu machen. Da wären wir noch Trainer in der Arena. Und ich würde wirklich lieben gerne... What the fuck? Besetze jedes Pokémon, was ich im Team habe, verwenden. Wenn ich das von denen jetzt auf einmal hier wechseln müssen. Und wir müssen jetzt hier, keine Ahnung, irgendwas von diesen anderen Lappen da reinnehmen. Wie zum Beispiel... Oh, wie hieß es nochmal hier? Weberak. So, hier Kopfnuss. Lennart müsste Kopfnuss erlernen können, genau. Ja, statt Furious Vibes. Ist, glaube ich, besser. Er hat sogar noch einen Flinch-Effekt und das ist gar nicht mal so übel. So. Gut. Gehen wir jetzt hier hoch. Da oben ist diese Kimono-Lady. Die werden später noch ein bisschen wichtig. So, Glurak. Sag mal, wo geht's lang? Genau, wunderbar. Gut. So, jetzt könnt ihr mir auch gerne in den Kommentaren schreiben, wie war euer Weihnachtsfest? Das Ganze nehme ich hier gerade am letzten Weihnachtsfeiertag auf, nämlich am 26.12.2022. Und das ist auch der letzte Montag im 2022, weil wir haben ja Neujahr. In der nächsten Woche, beziehungsweise schon am Sonntag. Und der Encounter ist ein Toxiquack. Haben wir noch nicht. Also gar nicht mal so übel. Das war ein Scratch. Ein paar Mal. Gut. So, jetzt schick einfach mal Ash rein, weil der kann ja noch das Viech paar. Ja, genau das wollte ich haben. Und dann nehmen wir. Und dann nehmen wir es mit, wollte ich gerade sagen. Also, ich habe viele schöne Geschenke bekommen. Ich habe schöne neue Hausschuhe bekommen für den Winter. Die schönen hier mit Schafswolle gefüttert sind. Oh, die sind so schön warm. Ich liebe es. Neue Bettwäsche. Oder das kann ich hier nochmal zeigen. Wisst ihr noch, was Tinboxen sind? Die gab es damals hier wie Sand am Meer. Das ist eine Tinbox von Giratina. Das ist mein lieblingslegendäres Pokémon. Ich habe die gesehen und dachte mir so, ey, das musste Weihnachten sein. Und dann hier noch das, was auch vor kurzem rausgekommen ist, Mario Rabbids Sparks of Hope. So gut. Dann würde ich sagen, bis gleich. Ein Glück, dass auf der Route noch die Pension ist mit dem PC. Also musste ich auch gar nicht weit laufen. Ich konnte auch bis jetzt noch keinen Trainer triggern, was auch ziemlich gut ist, weil ihr wisst ja, wir müssen das Level Cap einhalten. Ich glaube, die Trainer machen wir dann noch nach der Arena. Und ich glaube, die Arena, die packe ich sogar noch heute mit in diesem Part rein. Aber erstmal reden wir über Donut, unser neu gefangenes Toxiquack. Mit einem Hasty Nature, minus Defense plus Speed und der Fähigkeit Trockenheit. Reduziert HP, wenn es heiß ist. Und Wasser regeneriert die KP.
Also Regen, da kriegt es ein bisschen KP dazu. Und dann noch, wenn es durch eine Wasserattacke angegriffen wird. Nicht ganz so schlecht, das Moveset, na gut, darüber kann man sich streiten. Das ist mehr oder weniger einfach nur Scheiße. Aber wie gesagt, ich habe ja auch nicht vor, mein Team nochmal zu ändern. Ich bin sehr zufrieden, wie es aussieht. Und dabei bleibt es. Ich glaube, einen Kampf müssen wir noch machen. Ich weiß ja nicht, wie ist denn er hier? Nö, ich kann vorbeilaufen. Das ist gut. Dann würde ich jetzt sagen, wir heilen und gehen sofort in die Arena rein, klatschen die Arena noch in diesen Part und dann können wir unsere Route ebenfalls noch mitmachen. Und dann im nächsten Part gehen wir dann durch diesen Untergrundtunnel, würde ich mal meinen. Also der hier, weil wir kriegen hier. Oder warte mal, kann ich nicht hier lang gehen? Ah ne, wir kriegen hier noch keinen Evoli. Wir müssen erst nach Teak City. Das ist die nächste Stadt, wo wir dann hin müssen, wo die nächste Arena ist. Oh, Radio Guard. Wir müssen jetzt nochmal den Radioturm. Oh, ich habe das schon wieder so viel vergessen. Das ist halt das, was ich meistens vergesse. Weil ich weiß nicht, dass. So, First Question. Can you check the Tomate? Ja, kann ich. Nidorina can only be female, ja. Keine Ahnung, warum das falsch sein sollte. Ja. Nein! Oh, das habe ich gelesen. Ich habe einfach weitergedrückt. Oh, scheiße. Ja, das halt, das daran kann ich mich nicht mehr erinnern, weil das schon wieder 12 Jahre in der Vergangenheit liegt. Ja. First question. Ja, kann man. Ja, kann es. Apricots, das sind keine Aprikokos. Ich bin ein Idiot. So. Ja, Kapato kann hier noch keine TM erlernen. Mary. Hieß die Mary Mansion? Ja. Gut. Das braucht man nämlich, weil dann folgt nämlich Bianca und geht zurück zur Arena. Und das ist unser Part. Jetzt gehen wir zur Arena und heizen der mal ordentlich ein. So. Warum Rebels Box? Davor habe ich noch bekommen. So, was wollte ich noch erzählen? So, mehr habe ich jetzt auch nicht bekommen. Da waren wir gestern noch natürlich essen. Okay, das Ding muss ganz, ganz schnell weg. Es kann Explosionen. Drachenwut? Ja, gut. Oh Gott, Drachenwut kann so ein Lebensretter sein. Und sie hat noch ein Ge. Level 16. Das machen wir nur für Auto. Ah, ist auch schon Level 18. Scheiße! Also bis Level 19 kann ich ja trainieren. Das geht ja noch. Oh Gott, da habe ich ganz kurz, das ist mir ganz kurz in mein Herz in die Hose gerutscht. Wir sollten erstmal Level 17er ein bisschen trainieren. Die Level 18er, die können im Kampf aufsteigen und dann können wir sie nicht mehr verwenden. So wie hier Tropius bei keiner. Gut, das war jetzt hier aber auch irgendwo nicht nötig. Tangela! Ach ja, nochmal ein kleiner Funfact. Wusstet ihr, dass diese Arena aufgebaut. Oh, ich muss wieder wechseln, das gibt's nicht. Wusstet ihr, dass diese Arena aufgebaut ist wie ein Pipi? Das erkennt man wirklich sehr schlecht. Aber es ist halt so. Wirklich. So, Poison Powder. Ah, Rock Smash. Hab ich irgendwie. Oh, das kannst du auch noch machen? Vierfachschwäche Kampf. Sneebunner, nice. Das kann man wirklich ganz schwer erkennen. Ich habe selber jahrelang gebraucht, bis ich das herausgefunden habe. Warte mal, Lennart. Wir müssen doch noch besch. Wir finden so viel Scheiß, Ben. Da muss doch mal eine verdammte. Nein. Ich jetzt dafür Full Heal einsetzen. Oh, dann geht's kurz zum Heilen. Gut, da war ich kurz heilen. Das sieht man wirklich sehr schlecht, aber ich kann es ja mal versuchen zu zeigen. Ich habe ja noch die Maus. Hier sind die Augen. Mund. Diese roten Bäckchen. Und hier ist der Arm. Und das alles drumherum, das ist quasi die Form von einem Pipi. Die Arena-Leiterin Bianca setzt ja auch ein Pipi im Arena-Kampf ein. Ich bin gerade verwirrt, wo ich lang muss. Gehe ich dann nochmal heilen? Wahrscheinlich. Ach, scheiß drauf. Ich kann nicht schneiden. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, ey, was. Was? Soll das? Jetzt müssen wir noch Gott bekämpfen? Na komm, rüste den Gott. Rüste Gott.
Röste ihn mit Blitzen. Punishment. Nein! Das kann nicht sein! Wir verlieren ein Pokémon. Das erste Pokémon durch einen Crit. Was? So Gott, ich trete dich jetzt mit Füßen. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Ash. Oh nein, das war unser schwarzer Pokémon. Nein! Er quittet mit Strafattacke. Überall die Fresse. Gut, das ist dann wohl unser erster Rest in Peace Eintrag. Ich hätte nie, dass es so schnell geht. So, was möchte ich jetzt machen? Möchte ich jetzt das Ei mitnehmen und das Ei versuchen auszubrüten? Weil es heißt ja, es dauert nicht mehr so lange. Ich habe ja auch gesagt, wir nehmen das Ei mit. Gut, dann nehmen wir jetzt das Ei mit und versuchen es auszubrüten. It may be close to hatching. Naja, gut. Würde ich jetzt meinen, ich renne jetzt hier kurz rum. Und wir sehen uns dann wieder, wenn das Ei schlüpft. So, nach einer gefühlten halben Ewigkeit schlüpft das Ei jetzt endlich. Oh, ey. Oh, ich dachte, das schlüpft nie, dieses Scheißding. Gut, und wir kriegen... Ey, es kann doch jetzt nicht sein, oder? Gut, ihr kennt meine Regeln. Das Ding wird leider verbrannt. Ey, das gibt's nicht, ey. Da hast du einmal Hoffnung auf was Gutes und dann auf einmal schlüpft da ein Botogel raus. In Klammern, das Pokémon, was wir hier schon haben. Ey, das gibt's nicht, ey. So, nehme ich jetzt Elektroball mit Team. Oh, weiß nicht. Oder doch Toxiquack. Gut, du hast Sonic Boom und Spark. Die anderen, das kannst du knicken. Komm, wir brauchen Elektro-Pokémon. Elektroball kommt mit. Der kriegt jetzt nochmal ein kleines Training und danach sehen wir uns in der Arena. Ups, da habe ich einen kleinen Schritt zu viel gemacht. So, Elektroball wurde trainiert. Ich bin immer noch genervt, weil ich mein wunderschönes Raichu verloren habe. Und da jetzt ein Obama-Snow steht. Steht, genau. So. Oh, du überlevelst auch bald. Das ist scheiße. Ja, versuche es lieber rauszunehmen und danach einfach... Ja, es geht. So, Palim, Palim. Ich könnte auch noch Masu vielleicht sogar machen. Du hast ja Aquaknarre. Mit Mattbomb treffen wir nicht. Komm mal, weil das Ding hat Schwebe. Ja, gut, ich will jetzt nicht noch ein Pokémon verlieren. Aber du solltest ja noch eins taggen. Nein. Elektroball. Was sogar schnell ist. Nice one. Du hast noch eins. Okay, gut, das kann aber nichts. Sonic Boom. Und Spark und weg. Gut. Eine kurze Heilkur und danach geht's zu Bianca. So Leute, meine Aufstellung sieht folgendermaßen aus. Wir gehen einfach mit Unamasu first rein. Weil Unamasu hat nämlich eine schöne Attacke erlernt. Das ist Amnesia. The user temporarily impins its mind to forget its concerns. It sharply raises the user's spell's defense stats. Der Spezialverteidigungswert wird also um 2 Stufen erhöht. Ebenfalls habe ich Boomer nochmal ein Level wachsen lassen. Und dann würde ich sagen, wir gehen rein in den Kampf gegen Bianca, die ja auch eine der schwersten Arenaleiter sein sollte, die es jemals gab. Und sie leidet gleich natürlich mit einer meiner größten Schwächen. Pflanze. Ein Meganie.
Sie hat im Original zwei Pokémon. Das eine davon ist Bibi und das andere ist Miltank. Und Miltank ist ja die Hölle auf Erden. Hier hat sie einen Ursaring. Und ja gut, das ist jetzt auch nicht von schlechten Eltern. Ja, wir kicken da erstmal ein bisschen ran. Okay, Arenensweepen wir des Todes. Arenensweepen wir wirklich gerade des Todes, so. Wir haben sie kurz im Rollen gebracht, jetzt müssen wir kurz zurückgehen. Jetzt hat sie sich natürlich beruhigt und wir kriegen den Badge. Und eine TM, die definitiv nicht attract ist. Was an ihr Miltang? Ist das Vakuum-LL oder Belly? Ne, Mirror Move ist das. Na gut, okay, das geht dann auch einigermaßen. Was in ihrem Miltank richtig, richtig schlimm ist, ist, dass das Miltank weiblich ist und dass die meisten Starter-Pokémon eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, männlich zu sein, als weiblich. Gut, andere Pokémon, die können männlich oder weiblich sein. Ich glaube, es ist eher 50% männlich-weiblich, 50-50 Chance. Und Bianca macht es halt gerne so, sie setzt gerne mal Anziehung ein, sodass Pokémon sich in ihr Miltank, also eure Pokémon sich in ihr Miltank verlieben. Und dadurch dann vor Liebe nicht angreifen können. Danach spammt sie Walzer, welches Runde pro Runde stärker wird. Und falls es mal kritisch mit ihren KP-Werten sein sollte. Hier ist noch ein Item, das habe ich übersehen. Und wir machen jetzt noch die Trainer, by the way. Und Amazu, was kannst du eigentlich? So, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, richtig. Und falls die KP mal ein bisschen im Keller sind, heilt sie sich mit Milchgetränk hoch. Und darüber... Nein, das habe ich nicht abgespeichert. Oh, fuck. Und darüber hinaus hat sie noch die Attacke Stampfer, welche eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass ein Pokémon zurückschreckt. Sehr schön. Viele meinten aber auch, dass das Miltank nicht das komplette Problem bei Biancas Arena ist. Das Problem ist eher ihr Pipi. Weil das Pipi hat die eine Attacke, die sich Metronom nennt. Und Metronom kann alles Mögliche sein. Super Zorn, das ist nice. Ich glaube, das macht sogar die Hälfte der... Das zieht immer die Hälfte ab, das macht nicht die Hälfte der maximalen KP weg. Immer die Hälfte an KP zieht es ab. Das kann natürlich kein... Doch, Odin kannst du lernen, aber will man das? Was hat ein Odin noch im Moveset? Du hast noch immer ein... Der Scratch kann weg. Nehme ich lieber Superzahn rein. Ein Scratch. Das ist immer die Hälfte weg und danach kannst du hier mit Drachenwut alles noch rasieren. So, du kämpfst nicht. Du kämpfst erst, wenn es Nacht ist. Weil Metronom kann jeder Attacke sein. Explosion, Finale, Eruption, Erdbeben... Auch mal hier vielleicht ein paar Spezialattacken von Legi, wie zum Beispiel Läuterfeuer oder sonst was. Alles. Einfach nur alles. So, stopfst du die Schlammbombe? Nice. Oder hier Raumschlacht, Zeitenlärm, Schemenkraft. Sowas alles halt. Und wenn da halt eine falsche Attacke kommt, dann ist auch euer Pokémon gerne mal weg. Nein, ich habe den einfach nicht angenommen. Das wollte ich nicht. Na gut, da wollte ich jetzt mal wirklich meinen, wir machen jetzt auch das hier. Und danach beenden wir den Part. Dann holen wir uns noch diese Shigi-Kanne ab. Damit wir im nächsten Part nicht nochmal zurücklaufen müssen. Wenn wir hier Mogelbaum wiederbeleben wollen. Was übrigens ein statischer Encounter ist. Und davor ist noch eine Route, wo ich noch einen Encounter fangen darf. Heißt, ich habe auf dieser Route zwei Encounter. Statische Encounter zählt immer noch als zusätzlicher Encounter. Und vor allem, ich bräuchte auch einen zusätzlichen Encounter, weil mein eines Pokémon einfach ein verdammtes Portogel war, was ich schon hatte. So, bin drauf gekriegt. Speed Boost, das ist Fähigkeit. Bis was ich schon als Elektrobüll. Armaldo, was ist denn Boom? Macht immer 20 KP Schaden. Im Early Game auch nicht schlecht. Aber ja, das ist halt die Arena. Eine andere schwere Arena, das ist die Drachenarena von Sandra.
Sie hat drei Dragonier, ein Garados und ein Seedraking. Gut, ich hatte bis jetzt da, glaube ich, noch... Okay, das ist nicht schlecht. Nehmen wir statt Charge. Da hatte ich bis jetzt immer keine Probleme gehabt. Na gut, wenn, dann war es das Seedraking. Weil ich halt keine Drachen-Pokémon im Team hatte. Und da war ja, glaube ich, doch die einzige Schwäche von Seedraking hier eine Drachenattacke. Oder Drachenattacken oder der Drachentyp. Ey, es ist Gott! Nice. RNGesus. Wenn ich es mal. So, noch du hier. Du hast ja auch auf der Route den Toxic weggefangen. Sehr schön. Wo ist es weg? Und da bin ich weg. Ach ja. Es regt mich immer noch so auf. Wir haben unser Raichu verloren. An einem fucking Crit. Und du hast einen Smeargle. Da wechseln wir mal, weil dann kannst du nämlich gar nichts mehr machen. Banane. Hehe, Verzweifler. Nee, brauchst du nicht mehr, du bist tot. Ja, da bin ich eiskalt. So. Nochmal sogar wieder nach vorne. Dann kommt hier noch Banane nach vorne. Oh, die braucht erstmal kein Level mehr. Der ist auf Level 20. Oh, Quappe gibt's ja auch. Hätte ich auch genommen. So, du kämpfst nicht, weil du nur nachts kämpfst. Das ist auch nice. Das war ja auch so eine vierte Generation. Da konnte man nur gegen Polizisten nachts kämpfen. Und dann gab es noch ein Pokémon Diamant, Perle, Platin, die Jogger, gegen den du nur morgens kämpfen konntest. War ein interessantes kleines Gimmick. So, Bianca besiegt. Wir holen uns die Shigi-Flasche. Wir wollen noch in den Untergrund gehen. Oh. Und damit haben wir eine Cutscene getriggert. Wollte nicht noch einer tauschen oder war das in Rot-Blau? Also noch ein paar Kämpfe. Gut, dann machen wir die beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit und eine schöne letzte Woche im Jahr 2022. Video wird bestimmt noch irgendwann kommen. So Leute, bis dann und ciao.